DFJ. Immer mehr wollen nur das eine. DFJ 100% R&B and Hip Hop. Auf DFJ.de. Alter, herzlich willkommen hier im King-Finale. Ihr seht jetzt ein sensationelles Battle. Ich glaube, ganz viele Leute bei YouTube und in ganz Berlin haben drauf gewartet. Mach mal richtig Krach für diese beiden MCs hier. Von der Vorrunde bis ins King-Finale durchgeschlagen hat sich hier der MC auf meiner rechten Seite. Mach mal Lärm für Karate Andy. Hier auf dem Thron konnte ganz gechillt und genüsslich warten. Einer der legendärsten Rapper Mittwoch Kings. Mach mal Lärm für Gia! Die werden sich jetzt 3 Runden A Cappella A 2 Minuten geben und es wird bestimmt tödlich werden. Wollt ihr das sehen, dann macht mal den Krach eures Lebens! Gia! Karate Andy, du bist der Herausforderer. Kopf oder Tiger? Tiger. Na dann. Dank dir. Kämpf, du Schwein. Karate Andy soll anfangen in diesem King-Finale. Hier geht es jetzt 2 Minuten. Yeah. Und bitte, wenn dir eine Ausdrucksweise nicht gefällt, zeig das in der Abstimmung und nicht mittendrin. An alle. Okay, ja. Yeah. Okay? Schweig! Ja, Ladies, hören. Ja, aber wir sind hier nicht im Kloster. Lass anfangen. Wir sind nicht im Kloster, das ist Berlin. Wir sind hier beim Battle-Rap. Yeah. Los geht's, Karate Andy, 2 Minuten, los geht's. Yeah. Gia kommt so auf die Bühne, guckt mich an und schreit, kämpf, du Schwein. Dabei habe ich doch gerade von Main Mo gehört, Rapper müssen auch mal menschlich sein. Aber egal, dann transformiere ich mich wieder rum und bin jetzt wieder ein Menschenfeind und steig dann wie ein Einbrecher im dritten Stock durchs Fenster bei deiner Schwester ein. Scheiß auf Freestyle und Rap. Geh zum Klimakongress. Ich stehe im lilanen Dress auf dem Siegerpodest und seine niedliche Ex hat dann mein Glied abgeleckt. Gia macht meistens so friedlich Protest. Ich auf Jim Beam oder Pep, deswegen haben mich früher auch mal Mediziner in eine Klinik gesteckt. Ey, produzier mal Beats für Moneyboy. Dann kann ich da bei YouTube rein und sagen, ey, der Remix ist fett. Aber yo. Ne? Was geht ab? Die Leute sagen, Andy, der kann gut freestylen, aber du bist auch auf jeden Hammer. Ich hab gehört, du bist mal für Boris Becker Auto gefahren? Nein, Mann, du warst die erste Affäre aus der Besenkammer. Jo. Und wenn's nach mir gehen würde, kriegst du heute keinen einzigen Penny. Fängst an zu weinen nach dem Track und fliegst wieder nach Miami. Oh. Ja, yeah. Und eigentlich brauche ich auch gar keine lustige Rhymes. Denn du siehst aus, als wärst du hier weit an aus Stuttgart gereist. Freundeskreis-Style. Du teuer Mike, bist weich. Und wenn, sage ich, ich hab heute keine Zeit, warum trägt deine Freundin denn ein Kleid? Sie hat doch einen Pimmel. Monty, so high ist nicht mal der, ne, ist er selber. Ja, yeah. Und Johnny sagt, gib Gas, also hau ich ein paar Reime raus. Wenn du ein paar Reime brauchst, verkaufe ich sie dir, keine Ding. Das ist nämlich kein Problem, ich kannst du auf den Straßen sehen mit Ecstasy-Tabletten, die ich wahllos an deinen Vater gebe. Ich mach da einen speziellen Preis, das ist gar kein Ding. Warte, was war das? Ach, du warst King. Genau. Und weißt du, was ich dann später mit dem King-Titel mache? Ich poliere die ganze Zeit meinen Schwanz, bis sie glänzt wie Vin Diesels Glatze.
Schöne erste Runde von Karate Andy. Der King Tier kann jetzt antworten. Gibt ihm die Ruhe. Los geht's. Guten Abend, die Herrschaften. Also, ja, du hast gehört von dem Vorfall in der Besenkammer. Er hat die Bunte gefunden. Kein Problem. Oh, du kannst lesen, Hammer. Aber weißt du was? Ja, es war wie im Film Junior. Es ist halt passiert. Aber im Endeffekt bist du das Opfer. Ihr seid alle kleine Bugirdos. Guck mal, da steht meine russische uneheliche Tochter. Ey, und mein Homie Pisek. Er hat ja gesagt, er macht keine Mutterleins mehr. So nach dem Motto, neues Jahr, neues Glück, neuer Mensch, neuer Start. Rapper Mittwoch ohne Mutterleins? Ah, fuck it, ich übernehme ab jetzt diesen Part. Ich hab das früher aus Respekt nicht gemacht. Nicht aus Angst oder Schiss. Aber erstens habe ich keinen Respekt vor dir. Zweitens fehlt mir da der Biss. Und drittens ist doch cool, Pisek macht nicht mit und trotzdem werden wieder Mütter gefickt. Ich erzähle so eine lustige Story. Die geht eigentlich gar nicht klar. Aber ich ging zu ihm nach Hause, klingelte, sie so, hallo. Und ich habe gefragt, ist Karate Andy da? Auf einmal fällt der Hörer runter. 2 Stunden vergehen. Ich warte die ganze Zeit. Auf einmal höre ich, dass sie den Hörer wieder aufnimmt und sagt, Chia, komm nach oben, jetzt bin ich für dich bereit. Ich gehe so durchs Treppenhaus, die Tür steht offen. Ich sehe 2 weiße Latschen, ein Bademantel mit meinen Initialien. Während ich das Ding so bewundere, fummelt sie schon rum an meinen Genitalien. Springt auf einmal wie ein Känguru nach oben und sagt, Gio, welcome to Australian. Ich vollkommen perplex und frage sie, wo denn der sehr verehrte Herr Vater wäre. Auf einmal kommt der Typ in einem Latexkostüm um die Ecke gekrochen und knabbert an einem Eukalyptusblatt wie ein Koalabär. Diese ganze Situation. Und seitdem ich Main Mono so gesehen habe, dachte ich mir, fuck it, versteckte Kamera, sind wir hier im Dschungelcamp? Und sie so ganz locker an meinen Bällen, nein, Gier, willkommen im Fummelcamp. Kein Problem, kein Problem, ich die Alte ein bisschen durchgenommen, was soll's, meine Güte. Danach noch mit einer Yacht umhergeschippert, ich nahm sie durch mit 10 Matrosen, am Finale war ich dran in einer kleinen Kajüte. Auf einmal lag die Olle so leblos da, ich dachte so, oh Schreck, und sie sei tot. Auf einmal drehte sie sich um und sagte, Gia, besorg's mir bitte noch einmal im Beiboot. Ja, Dicker, und wie ist nochmal dein Name? Karate Andi. Na, warte, Andi. Guck mal, was ich jetzt hier starte, Andi. Heute Abend platzt die Granate, Andi. Morgen wird jeder nur sagen, gestern versagte Andi. Wer? Na, der durch Heroinspritzen vernarbte Andi. Der von mir auf der Bühne besamte Bukake Andi. Ja, ich bin der Miami-Flieger und du bist nur der kleine Straßenjunkie. Und fuck it, ja, ich hab keinen Respekt. Ich pack dich in die du Hurensohn-Schublade, Andi. Ja, du bist ein cooler Breakdance-Battle-Rapper. Aber sei mal ganz ruhig und ich übertreib mal. Erste Runde mies gerappt, jetzt mach du mal. Zeig mal. Schöne erste Runde von dir. Man wird mit Schokolade beworfen. Ich möchte Höschen. Statt Schokolade. Nein, Schokolade. Nein. Okay. Yeah. Schokolade und Höschen. Nee. Karate Andy, deine zweite Runde, los geht's. Yeah. Ich habe neulich mit deinem Kumpel gechillt und er meinte, ich kaufe ihm mal eine neue Jeansjacke. Aber was er mir danach auch erzählte, ist, dass die einzige Technik, die du hast, ist zu Hause deine Immortal-Technik-Platte. Ja. Yeah. Und das sagt Paul, das sagt Erika. Sie sagen das jedes Mal. Was sagen sie? Du und Pisek sind ein schwules Ehepaar. Yo, und jetzt ist der Mann hier am Start. Der Typ, der ein Tanga anhat. Ich spitte 32 Killerbars und schrei danach Run, Berka. Denn mich zu battlen, Dicker, das ist ziemlich schwer. Er ist wie eine Wasserspritzpistole, ich wie ein feuerndes Maschinengewehr. Ja, yeah, das war ein super Vergleich, aber das weiß ich auch selbst. Ich rappe manchmal noch so, als wäre ich hängen geblieben in 2011. Aber das reicht ja für dich. Du kommst aus einer früheren Zeit. Damals hat man auch Breakdance-Moves und krasse Sprüher gezeigt. Ich weiß noch damals die Zeit. Wie alt bist du denn eigentlich? 40? Alter Rentner, geh von der Bühne. Man merkt, dass du langsam verwirrt bist.
Ja, Mann, das wäre voll cool. Und Oldschool reimt sich auch drauf. Aber das reim ich nicht. Was reim ich? Ach ja, genau. Bitch. Das kommt immer gut an. Das ist real wie Wu-Tang. Wenn ich komme, mache ich mich manchmal auch zum Affen wie ein Orang-Utan. Aber trotzdem, kommen wir nochmal zu P6 und deiner Homo-Ehe. Wollt ihr mich sperren, wird's wild wie in einem Zoogehege. Weil ich Drogen nehme auf der Drogenfete und nicht mit meinem Psychologen rege, sage ich zu dir, hey, es wäre besser, wenn du nicht mehr mit meinem Gesicht, sondern mit meinen Hoden redest. Das wäre cool. Dankeschön. Und mich zu siezen solltest du dir auch ab jetzt angewöhnen. Denn ich bin Adelstitelbesitzer und Wagenmieter, Spritzer. Auf jeden Fall kein Kollegarbeiter, du wahnsinniger Hipster. Yeah, oh yeah, ich geb Gas, so wie in der Formel 1. Das sind hier die Shore-Rhymes. Wieso trägst du Shore-Nikes? Yeah, Alter, und du bist eklig, verdammt. Mein Handy klingelt, warte mal kurz, ich geh da mal ran. Ey, warte mal ganz kurz, ich bin hier im Battle gegen Gia. Was sagst du? Ach so, dass der heute auf jeden Fall verliert? Okay, cool. Ja, aber jetzt muss ich echt auflegen. Im Battle gegen Andy sehe ich schon die ganzen Rapper-Mittwoch-Kings draufgehen. Denn ihr nehmt euch so ernst und ihr guckt immer so böse. Ein Hand am Maschinengewehr, zwei Finger tief in deiner. Yeah! Oh, I smell pussy, is that you, Gia? I smell pussy, is that you? Earth, wen hat er gedisst? Ach ja, Ja Rule, der Part war cool und du bist oldschool, voll schwul, wack. Schöne zweite Runde von Karate, Andy! Kommen wir zur zweiten Runde von Gia! Yo, Andy, Alter. Dieser Hartz-IV-Junkie, der hier auf der Bühne nur wegen dem Geld ist. Pisek und ich, schwules Ehepaar. Er hat sich in seine Mutter verliebt und die beiden starten jetzt ein lesbisches Verhältnis. Junge, und Karate-Andy ist dein Name. Komm auf die Bühne und bekenn doch mal Farbe. Nach diesem Battle trägst du davon eine seelische Narbe. Warte mal, haust ab in den Süden wie eine Schwalbe. Was soll ich noch sagen? Ich könnte ja sagen, ich knall deine Alte. Die da unten mit der Carhartt-Mütze, die labert Gritze. Mir ist ganz egal, was die da erzählt. Aber nach dem Battle wird sie meinetwegen von Jonny jüdisch-priesterlich vermählt. Mazel Tov! Und was hast du vorhin gesagt? Wir Rapper rappen immer so cool. Und dann hast du gereimt Urang-Utang. Gerade war Weihnachten, ich stopf dich aus wie ein Truthahn. So wär's weitergegangen. Aber natürlich hast du das nicht verstanden. Denn Rap kommt in deinem Kopf so ein bisschen abhanden. Karate-Andy, jetzt bilden sich auf der Straße schon Banden. Die seinen Style kopieren und die steigen aus der Straße empor. Aber ich bin hier ein Rapper und leite die Show. Und du bist nur Dekoration. Du bist für mich nur eine kleine Zwischen... Du bist für mich nur eine kleine Ration, eine kleine Mahlzeit. Guck mal, wie sie da schreit. Obwohl ich vorher Mutterleins gebracht habe, ist sie jetzt ganz schön begeistert. Ja, Gia hat geschafft, ihr gesamtes Denken umzupolen. Ja, ich habe es gemeistert. Ja, so läuft das. Du säufst das Bier fast leer an einer Kneipe. Aber weißt du, was ich nicht begreife? Wenn ich hier durch die ganze Veranstaltung so streife, denke ich manchmal, oh mein Gott, ob ich mich mal selber kneife. Ich bin jetzt 27 Jahre, damals vorher über Deutschland. Ich hatte schon ein bisschen Fame, ich wollte gar nicht mehr rappen und Johnny holte mich zurück ins Game. Ich kam auf die Bühne und übte ein bisschen wieder zu MCen. Und dann haben sie gesagt, Beck ist der motherfucking Freestyle-König aus Berlin. Und dann kommt so ein Knecht Ruprecht-Video auf die Bühne und macht, oh yeah, Breakdance-Battle, what the fuck? Ganz ehrlich, nächstes Mal wird ein Breakdancer auf die Bühne mitgebracht, der zeigt dir, wie das funktioniert. Guck mal, auf einmal schreien die Weiber bei mir, denn du bist nur Karate an die Fotze und ich bin Gia. Schöne zweite Runde von Gia. Eure letzte Runde, jetzt gibt euch Rap. Okay, okay. Mic an, Mic an, Mic an, Mic an, yeah. Ach, gib Gas jetzt. Nicht so viel Comedy jetzt, los geht's. Yeah, Alter, was geht ab? Du gehst darauf ab, so wie jedes von den Mädels spaßt. Ey, die gehen doch auf jeden Spaß, der hier oben steht und einen Penis hat. Wieso profilierst du dich damit? Ey, yo, das kann nicht sein. Ich bring danach Punch zum Lines, Karate, Andy, Bundy, Styles, yeah. Alter, und ich kann auch von zu swaggen. Motherfucker, was reimt sich auf swaggen? Action. Also mach ich Action und zerficke dich danach. Ich komme an das Mikrofon und ficke Jaden in den Arsch. Du bist nur ein kleiner Pussy und ich ficke Double Time, weil Double Time rappen ist behindert, Alter. Ich wollte nur zeigen, dass es auch nicht so schwer ist. Ja, wenn Gia es nicht versteht, erkläre ich's. Double Time ist so, wenn man die Wörter ein bisschen näher zusammen und dann so ganz schnell rappt. Aber bei den meisten klingt das scheiße. Wie bei Gia beispielsweise. Aber naja, das ist ja Ansichtssache.
Und er meinte noch im Backstage, guck mal, was ich später mit Karate Andy mache. Ich komme mit einer Angriffswaffe, du mit einer Junkie-Flasche. Ja. Yeah. Breakdance-Battle, ey, wieso disst du denn Breakdancer? Ach, heute sind genügend Fake-Fans da, die Gia danach hypen, die dir Gia danach feiern. Wieso rappst du immer so, als kämst du aus dem Freistaat Bayern? Damit machst du dich in Berlin nicht beliebt. Ich rauche mein Weed und bleib aus Prinzip immer im Gebiet. Und du? Keine Ahnung, keine Planung. Drop doch irgendwann mal ein Album. Yeah, das wär cool. Yo, ich würde es mir auch kaufen. Oder eher so lesen wie den Modeblog von RV. Ne, ich... Kein Plan, yo, das weckt echt nicht meine Interesse. Desinteresse in deine Fresse, während ich rappe und deine Fresse küsst den Bordstein. Nach dem Analverkehr mit deiner Freundin sieht ihr Arschloch aus wie ein Schornstein. Ich trink den Portwein. Also was ist mit dir jetzt los? Fat Flows, Karate Andy von der West Coast. Ja. Yeah. Und ey, Rapper Mittwoch ist so Untergrund, ich komm dann mit dem U-Boot wieder. Warum sollte ich Gier battlen? Ich mach doch bald ein Snoop Dogg Feature. Und ey, nach dem besten Spruch bei Rapper Mittwoch in der letzten Zeit, frag Atzen Kalle, ist nicht Gier für irgendjemanden, sondern Karate für alle. Fett, ne? Hab ich mir selber ausgedacht. Und jetzt wird auf dich draufgekackt. Früher bist du auf die Stage gegangen und jeder hat dich ausgelacht. Dann hab ich einen drauf gemacht und disse dich dann ohne Respekt. Jetzt wird mein Hoden geleckt, denn so niveauloser Rap wie von dir, Idiot, ist nur wack und frech. Spast. Letzte Lines. Okay, jetzt kommt noch die letzte Line. Aber ich scheiß auf die letzte Line, weil die vorher waren schon geil. Time! Letzte Antwort. Leute, letzte. Für euch ist egal, wa? Also, lasst ihr mal antworten jetzt erstmal. Und dann seid real. Lass mich doch bitte antworten, Mann. Bitte. Los geht's! Dicker. Dicker, dein Plan zum Sieg für den Titel ist wie ein Teig ohne Hefe. Er geht nicht auf, lauf, sonst gibt's einen Schlag auf die Schläfe. Ich komm in dein Haus, raus, sprich deine letzten Gebete. Ich hab's einfach drauf, verschnauf nicht und hol mir die Knete. Auf einmal fällt jedem auf, du bist out und dass dein Rap niemals fehlte. Du und King, ja genau, wow, und ich hatte Sex mit Nofretete. Nur mal so nebenbei, meine Haare sind kraus, sehen gut aus, obwohl ich sie heute nicht mal gelte. Ich verfehlte diesen Scheiß und du kommst darauf nicht klar. Du kannst rappen, wie du willst, aber ich bin und bleib dieser Superstar. Alter, und hast du die Zeichen der Zeit nicht erkannt und gemerkt, dass du out bist? Mann, dieses Battle hier ist wie Bill Cosby gegen Bill Kaulitz. So wie Formel 1 Bolide gegen Ketka. So wie iTunes gegen Napster. So wie Detlef die Soße denn durchtrainiert gegen Detlef die Soße, als er noch fett war. So wie ein UFC Cagefighter gegen einen langhaarigen Wrestler. So wie Erster gegen Letzter. So wie Attentäter gegen Verletzter. Dicker, dieses Ding ist familientechnisch so wie der große Bruder gegen seine kleine Schwester. Alter, dieses Ding ist aussehentechnisch so wie Cristiano Ronaldo gegen Günther Netzer. Dicker, fuck it, Junge, du weißt es ganz genau, wir sind nicht auf einem Level. 39 Kilometer in der Luft, das Ding hier ist wie Felix Baumgartner gegen den kleinen, stolzen Bergsteiger Reinhold Messner. Ja, ich bin und bleib ein Rapper, du bist eine Null. Du hast gar keinen vierten Part mehr, wozu trinkst du deinen Red Bull? Das Publikum liebt mich, das Publikum verbiegt mich, aber niemand. Ich meine, ich komme auf die Bühne und schieße auf dich wie auf einem Schießstand. Bring Punchlines wie am Fließband. Karate Andy, oh ja, übelst krasser Boss vom Hinterhof, aber ich bin einfach zu mies, Mann. Und dieses ganze komische Junkie-Image, ganz ehrlich, das ist alles nur Spaß. Wisst ihr was, wenn der Typ sich einen Joint dreht, ist 90% Tabak und 0% Gras. 5% Berliner Liebe und die Luft. Und 4% Fotzenschleim aus der letzten Nacht von irgendeinem drittklassigen Berliner Puff. Und das letzte eine Prozent, na klar, ich hab den Tabak präpariert mit meinem Sperma. Junge, ich bin unersetzlich für Rapper Mittwoch und bleib immer am Ball. Ich bin der Boss wie bei GZSZ, Joe Gerner. Dicker, und du willst diesen Fall hier gewinnen? Dann besorg dir doch lieber einen Anwalt. Meinetwegen Kalle.
Meinetwegen hol sie alle, aus der gesamten Kanzlei. Aber da du das Bette verlierst und dir das Honorar nicht leisten kannst, bring dir mal lieber selber die Aktivität als kleiner schwuler Straßenstricher an einem Schwanz bei. Versteck dich im Tiergarten oder führ dich in irgendeinem anderen Park frei. Ganz ehrlich, ich breche die Regeln, gib mir die gelb-rote Karte, aber ich bleib trotzdem auf dem Spielfeld und erziehe Tore. Gier, a.k.a. Hans Sapai. Und ganz ehrlich, Alter, ganz ehrlich, ich hab heute Mutterleins gekickt. Aber jeder andere Rapper kann kommen und anfangen, Zeilen über meine Mutter zu kicken. Aber ich bin wie Chuck Norris, mich hat meine Tante geboren, denn keiner hat getraut, sich meine Mutter zu ficken. Schöne dritte Runde von Gia. Gebt euch Respekt. You got it. Ihr habt das in der Hand. Schwer sich zu entscheiden. Sicherlich. Beide waren interessant und gut. Okay. Bitte wieder ein bisschen Licht aufs Publikum, damit wir hier ein Ergebnis sehen können. Super. Zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner linken Seite. Für Karate Andi. Zeigt mir eure Hände für den King auf meiner rechten Seite. Für Gia. Der King ist und bleibt der King. Dennoch, 200 Euro für dich, Karate Andi. Willst du was sagen? Damit kann man sich ein bisschen Schore kaufen. Ja, Schore kaufen ist geil. Das mach ich auch. Fett. Fett. Tier, wieder ein Titel verteidigt, Alter. 400 Euro für dich. Miami ruft. Willst du irgendwas sagen? Miami ruft jetzt erstmal nicht, Alter. Ich verspreche hiermit. Ich mach ein Jahr keinen Urlaub, Alter. Jetzt wird Mucke gemacht. Ich nehme auf. Ich werde ein Mixtape rausbringen und ein Album. Und zwischendurch komme ich her und verteidige den King-Titel, Alter. Bis in die Unendlichkeit, Alter. Ey, wie gesagt, Brate. Kommt in 2 Wochen wieder, dann findet Rapper mit yeah. wieder statt. Gleich haben wir eine Afterparty dort drüben mit DJ Raw D. Und am 19. gibt es den Bass macht den Beat. Da werden ein paar yeah. Mittwoch-MCs drin teilnehmen. Und ey, helft mir bei der Hook. Ich will yeah. alle eure Hände alle sehen. Hände. Alle, alle. Come on, yeah. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle Mittwoch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Ich sag Karate, ihr sagt Andi Karate. Andi Karate. Andi. Ich sage King Gia, ihr sagt Gia. King Gia. King Gia. Ich sage Rapper, ihr sagt Mittwoch. Rapper. Mittwoch, Rapper, Mittwoch. Ich sage Hip-Hop, ihr sagt Musik. Hip-Hop, Hip-Hop. Yo, meine lieben Freunde, ich glaube, das ist ein King-Finale, das Deutschland sehen wollte. Alle haben immer geschrieben bei den YouTube-Kommentaren, Gier gegen Karate Andi. Das ist heute tatsächlich passiert. Karate Andi gegen Gier. Wir haben hier einige Experten noch am Start, die was dazu sagen wollen. Mike Fiction, ja? Titan Mike und Rookie von Def J. Ihr solltet auf jeden Fall Def J checken. Kommen wir mal zu dir, Karate Andi. Du hast es geschafft, ins King-Finale gegen Gier zu kommen. Und der Typ ist einfach mal eine Maschine. Mike, das hat man heute wieder sehen können. Wie war das Battle für dich? Ja, gegen Gier battlen ist wie mit dem Motorrad mit 100 km/h gegen eine Mauer fahren ohne Helm. Also, wie fühlt man sich da? Keine Ahnung. Nee, ich bin schon. Ja, ja, Don Senna. Ich bin schon mit großem Respekt da dran gegangen so, und hab die ganze Zeit immer so Angriffsflächen gesucht. Und ich guck mir an und denk die ganze Zeit, ey, der ist doch voll cool so. Scheiße so. Dann saß Bisek neben mir und dachte ich so, ach, aber die beiden so, das ist doch. Und dann bin ich darauf halt ein bisschen rumgeritten, aber ansonsten kann man ja nichts finden an dem Herrn so. Weißt du? Also ich habe mir Mühe gegeben so und war cool. Er hat verdient gewonnen, meiner Meinung nach, definitiv. War auf jeden Fall schwierig, ist immer schwierig bei ihm was zu finden. Ist tatsächlich so, ist es, was soll man da sagen? Ja, wie hast du das gesehen gegen ihn? Ja, nee, also man muss ja auch bedenken, dass er halt von Anfang an gerappt hat. Ich musste jetzt ja nur am Ende rappen. Ich habe mir ein paar Sachen zusammengedacht, habe auch ein paar Sachen davon vergessen, habe mir angehört, was er sagt. Dadurch, dass er halt am Ende nicht mehr so viele Sachen gehabt hat, die er gerappt hat, ist gar nicht so viel Futter gekommen. Das Futter, was gekommen ist, habe ich versucht, wie sagte der Herr Drop Dynamic, immer so schön gerebuttelt. Danke für diesen Begriff. Wusste ich vorher nicht. Nee, aber es war trotzdem ein cooles, lustiges Battle. So irgendwie hatte Pisek auch eine Vorahnung, vielleicht wird es heute Karate Andi.
Und es war cool auf jeden Fall. Beim nächsten Mal muss er krasser Vorbereiter sein. King-Finale ist anders. Ich kann auch nicht mehr unvorbereitet ins King-Finale kommen. Die Leute wollen was sehen. Vorbereitung ist ganz wichtig. Wie hast du das gesehen? Ja, ich meine, im Endeffekt kann man sich vorbereiten, wie man will, aber man muss sich klar sein, man steht auf einer Bühne und man muss halt die Konzentration halten und man darf die Verbindung zum Publikum nicht verlieren, was bei ganz vielen Rappern passiert, auch bei Karate Andy, ganz extrem. Ich meine, du kannst dich nicht auf deinen Favoritenbonus und deinen Sympathiebonus verlassen, es geht einfach nicht, weißt du? Und ich habe gesehen, dass er sich vorbereitet hat, aber du kannst ein paar 10 Jahre lang proben und... Aber wenn du die Konzentration verlierst und er ist überkonzentriert, weißt du? Er ist die ganze Zeit auf dich als Gegner fokussiert, so, weißt du? Und dadurch behält er das Publikum am Ball, so, weißt du? Und bei ihm habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er immer nach Texten sucht, obwohl ich gemerkt habe, er lässt sich Zeit, er ist vorbereitet, er hat Lines, er geht switcht zwischen Text und Freestyle. Aber er verliert die Konzentration und wird wackelig und lässt sich beeindrucken. Das ist ein Battle, du musst ihn hassen, Alter, weißt du? Man darf sich nicht beeindrucken lassen von niemandem. Das ist genauso, wenn ich zum Casting gehe und mit Al Pacino spielen müsste, dann dürfte ich mich nicht beeindrucken lassen. Weil wenn ich mich beeindrucken lasse, kriege ich diese scheiß Rolle nicht, Alter. Weißt du, man muss einfach spitten. Man merkt halt auf jeden Fall, wenn man als MC irgendwie auf der Bühne den Faden verloren hat, seinen Text irgendwie verloren hat, dann gibt es schon so einen rapiden Fall irgendwie, so in der Delivery auf jeden Fall, wo man merkt irgendwie, man sucht irgendwie jetzt nach dieser Line oder nach der Idee, um irgendwie einen Punch zu kreieren, so, die man eigentlich vorher schon aufgeschrieben hat. Deswegen ist es so wichtig, dass man Kernparts hat, die man souverän durchspitten kann. Also bereitet euch richtig vor, wenn ihr zu Rapper Mittwoch kommt, da können wir auch euch noch einige Tipps geben. Wie hast du das gesehen? Ja, diese Hänger haben halt dazu geführt, dass Andy gefreestylt hat. Und wenn er gegen jemanden wie Gier, der 14 Jahre lang in Deutschland einfach Freestyle rasiert, so, das ist halt schwierig so, weißt du? Also das Problem war immer, dass dadurch, dass auch Gier danach war, er hat immer die Sachen krass abgerundet, so. Er hat immer eine Antwort sozusagen gehabt und der dritte Part vollkommen epiliert. Und man muss eine Sache mal sagen, was ich sehr interessant finde, ist, dass Gier der einzige Rapper ist, den ich kenne, der arrogant sein darf. Ich glaube, ich kenne niemanden. Wenn ich das mache, ist Hate. Wenn Pisek das macht, ist Hate. Er darf das. Er darf das. Ist wie so Freestyle King so. Das ist wie bei Hall of the Dawn. Ihr solltet euch mal Hall of the Dawn geben. Ist einer der geilsten Battle MCs aus den USA. Der ist auch geil arrogant und das mag man bei dem. Wie hast du das gesehen, Digga? Ja, also ich sag mal, vorweg, um seinen Part anzuschließen, wollte ich gerade mal sagen, dass man sich so einen Arroganzpart auch erarbeiten muss. Also von daher ist das schon eine harte Arbeit von Gier gewesen, um so sein zu dürfen, wie er jetzt ist. Aber ich muss sagen, es waren richtig geile Battles von wirklich allen beiden. Um nochmal so auf diese Freestyle-Geschichte zu kommen, so arrogant auf der Bühne, na klar, aber ich bin auch ehrlich, ich hatte heute auch vorbereitete Sachen und Konzentration. Ich bin auch teilweise rausgekommen und ich glaube, der gute Mix ist, sich ein bisschen vorzubereiten, sich dann zu konzentrieren und wenn man rauskommt, zu freestylen und versuchen, irgendwie wieder seine Ruhe zu finden und wieder was zu rappen. Und wie gesagt, man muss ja halt auch eine Show bieten irgendwie und gewisse Sachen, ey, Freestyle sind auch krass glückliche Momente. Ich habe die Übung, ich freestyle halt seit 9 Jahren die ganze Zeit. Aber du bist auch mal nicht so gut drauf und wenn du nicht so gut drauf bist, dann helfen dir leichte vorbereitete Sachen. So, und genau da muss ich auch deshalb reinkommen, das ist die richtige Vorbereitung für dich. Es gibt aber Leute, die eben 9 Jahre texten und erst 2 Jahre freestylen. Für die ist die richtige Vorbereitung, so würde ich das machen. Ich freestyle zwar auch viel, aber ich hätte niemals die Souveränität in einem King-Finale, in einem A Cappella, da komplett rum zu freestylen. Ich bräuchte meinen Kernpart, auf den ich mich verlassen kann, den ich perfekt delivern kann. Sorry für den Spucker, den ich perfekt delivern kann und auf meine Rebuttals irgendwie 2, 3 zu haben, wenn ich dein Part gehört habe und das kann ich dir dann hinschmeißen, vielleicht am Ende noch mit einem guten Fronter im Freestyle auf eine Situation rauszukommen, das wäre für den Texter eher das Spezialrezept. Jeder, wie er halt das am besten kann. Einer fehlt ja heute in unserer Runde, ja? Das ist Mike Kinski. Herr Kinski ist heute nicht da und Herr Kinski ist heute nicht da. Ich glaube, er schuldet schon so vielen Leuten hier Geld, dass er keinen Bock hat mehr hierher zu kommen. Ich glaube, er lässt sich entschuldigen, weil er hat gerade, sein Name ist gerade in den Medien in ganz sehr ungünstigen Konstellationen und ich glaube, der ist nach Südamerika erstmal ausgereist und trifft sich da mit seinem Anwaltsgremium, um das abzusprechen. Er sagt aber, dass er sich distanziert von den Anschuldigungen und dass er nichts damit zu tun hat und dass Aussage gegen Aussage steht. Das kann ja sein, aber das wäre auch ein bisschen kontrovers, denn gerade in Südamerika ist er nicht gern gesehen. Wie ich gehört habe, hat er auch noch mit den Erben von Escobar da auch ein paar Scheiße am Laufen und ein bisschen hier mit darf man das? Argentinien! Das ist also ganz ehrlich, man findet ihn in Südamerika, egal wo er ist. Was soll ich jetzt dazu sagen? Google, Baby, ja, was?
Also ich glaube, dann übernehme ich das einfach mal. Oder will das irgendjemand anders machen? Also dieser Mike schuldet mir auch noch 20 Euro. Wäre cool, wenn du mal aus Südamerika wiederkommst langsam. Ich kann meine Miete nicht bezahlen, Alter. Du hast ja heute 200 gewonnen. Jetzt bei Cheeseburger und 10er bei mir offen, das Opfer, Alter. Ich hab mich jetzt dazu entschieden, so nachdem ich heute wieder das King-Finale gewonnen habe so, und beim nächsten Mal sehr zuversichtlich bin, fuck it, ich erlass dir die Schulden. Schönen Gruß. Tja, es gibt da halt noch eine Sache, die man auf jeden Fall betonen muss. Ich hoffe, ihr seid alle meiner Meinung, ja. Deutschrap ist schon besser geworden. Ja, aber das reicht uns doch lange nicht.